Hallo meine Lieben, herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal bei Freyas Orakel und Wegweiser. Und heute gebe ich euch mal wieder einen persönlichen Wegweiser rein. Und zwar geht es darum, Seelenpartner festhalten oder loslassen. Dazu müssen wir aber erstmal klären, was ist denn ein Seelenpartner? Und ein Seelenpartner ist ein Mensch, mit dem du dich ganz, ganz tief verbunden fühlst, wo du so ein richtig inneres Band spürst, ja, egal wo dieser Mensch gerade ist, also du spürst diesen Menschen, du fühlst dich mit diesen Menschen tief verbunden. Dabei musst du mit diesen Menschen nicht mal in einer Verbindung sein, sondern ihr könnt nur befreundet sein, also Freunde sein oder vielleicht Onkel sein, vielleicht ein Onkel oder was auch immer, ne? Aber wir besprechen heute das Thema Verbindung in der Liebe mit dem Seelenpartner. Und darum geht es jetzt eigentlich hier in meinem Beitrag. Ja, warum besprechen wir heute das Thema Seelenpartner loslassen oder festhalten? Weil ich immer wieder vermehrt merke, auch bei meinen Kunden, bei meinen Klienten, dass sie wirklich regelrecht unter diesen Verbindungen ganz einfach leiden. Ja? Und deswegen ist es mir heute hier mal so einen kleinen Anlass, euch darüber noch mal so aufzuklären und ja, vielleicht euch da auch einen kleinen Wegweiser mit reinzugeben. Ja, erst einmal möchte ich sagen, festhalten, ja, in einer Verbindung, in einer Beziehung oder auch mit dem Seelenpartner ist auf jeden Fall nicht gut, ja. Du spürst zwar diese innere Verbindung zu deinem Seelenpartner, aber ihn so richtig festzuhalten, zu klammern oder so, das funktioniert nicht. Und meistens passiert das so, wenn man zu sehr klammert, wenn man zu sehr festhält an jemanden, auch mit der Energie, dann spürt das dein Seelenpartner, ja, dann spürt dein Seelenpartner diese Energien und das ist dann wie, wenn man den Hund so richtig an der Leine zieht. Ne? Also so kann man sich das vorstellen. Und das gefällt deinem Seelenpartner gar nicht. Und dann wird der auf jeden Fall ausreißen, weggehen, sich von der Verbindung losreißen. Ja? Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass man Dinge loslässt, die den Seelenpartner betreffen. Ja? Manchmal ist es ja so, dein Seelenpartner spiegelt dir deine eigenen Themen, so wie Verlust oder vielleicht ignoriert dich auch dein Seelenpartner auf eine gewisse Art und Weise, ne? Und dann solltest du dich fragen, warum spüre ich das in mir? Warum ist da diese Ignoranz? Ignoriere ich mich vielleicht in einem Punkt selber oder habe ich vielleicht selber Verlust, Ängste, dass ich vielleicht selber Angst habe, Dinge oder wichtige Menschen in meinem Leben zu verlieren? Das ist erstmal die eine Medaille. Die andere Medaille ist ganz einfach, man sollte aber auch aufpassen, wie man als Seelenpartner bezeichnet. Also wenn es ein Mensch ist, der dich nur ignoriert, der dich gar nicht für voll nimmt, ja, der überhaupt nicht auf deine Sachen reagiert, dann kannst du es auch hier mit einem Narzissten zu tun haben. Das sage ich auch immer wieder, weil gerade wenn du ein empathischer, feinfühliger Mensch bist, dann gerätst du schnell an solche Menschen, die dich da sehr, sehr gut ausnutzen und dich zu ihrem Spielball oder Spielzeug machen. Ja? Also auch da musst du ein bisschen aufpassen. Wie ein narzisstischer Mensch ist, findest du in meiner Playlist unter der Rubrik Wegweiser. Und da kannst du mal gucken, da habe ich ja einige Faktoren aufgelistet, wie denn ein narzisstischer Mensch überhaupt ist. Ja, aber jetzt zum Thema Loslassen oder Festhalten. Ne? Wir haben ja gerade geklärt, Festhalten eines Seelenpartners, generell einen Menschen festhalten, ist nicht immer gut. Und Loslassen ist nur bedingt gut, sage ich mal. Ne? Und was du loslassen kannst, was viele immer nicht verstehen, du musst diesen Menschen ja nicht loslassen. Du musst nur diese Situation loslassen, die du gerade mit deinem Seelenpartner hast. Also wenn du zum Beispiel Streitthemen hast, ja, wenn du zum Beispiel ja, irgendwelche Konflikte oder so mit deinem Seelenpartner hast oder dass sich die Person nicht meldet bei dir, dann lass es los, lass die Situation los. Dann sag dir, okay, es ist jetzt gerade so, wie es ist, ich kann es eh nicht verändern. Ja, entweder meldet er sich oder nicht. Und das andere ist aber auch, wenn sich eine Person partout nicht meldet oder gar nichts von dir wissen will, dann musst du da auch nicht leiden und in dieser Situation drinne bleiben. Ja, weil ich kenne es aus meiner persönlichen Erfahrung, 8 Jahre, wirklich 8 Jahre, habe ich einen Seelenpartnerprozess mitgemacht. Und es ist nicht immer raus, dass es später mal in einer Beziehung oder Verbindung endet. Es ist ganz einfach so,
Man erlebt immer wieder Höhen und Tiefen. Und ich denke, die meisten werden mir da auch jetzt recht geben. Man erlebt Momente, da ist es richtig romantisch, richtig schön. Die Energien passen einfach. Man hat so ein tolles Gefühl mit dem Seelenpartner. Und im anderen Moment ist von jetzt auf gleich kein Kontakt mehr. Ja, kein Melden mehr. Man steht dann wie vor einer Wand und denkt dann, okay, was ist jetzt los? Ja, und genau das sind solche Momente, die einen richtig tief in die inneren Wunden reintreiben. Und was in dieser Zeit wichtig ist, dass du diese inneren Wunden in dir anschaust. Ja, was wird mir gerade gespiegelt? Was spiegelt er mir? Habe ich Verlust? Habe ich Angst, jetzt jemanden zu verlieren? Habe ich Angst, alleine zu sein? Oder. Ja, das musst du immer selbst wissen, was dir da gerade für Themen gespiegelt werden. Und dann musst du dich fragen, woher kommt dieses Gefühl? Habe ich das schon mal gehabt? Habe ich das schon mal erlebt? Und das solltest du dir angucken. Und ich muss immer wieder sagen, in diesem Seelenpartnerprozess bin ich aber auch wirklich sehr dankbar, dass mir viele Dinge gespiegelt wurden, sonst wäre ich nicht der Mensch, der ich heute bin. Und ich bin in diese Schattenseiten, in diese Ängste reingegangen und habe ganz vieles lösen dürfen. Ja? Und im Endeffekt ist es so, dass dir dein Seelenpartner hilft, auf diesen Weg da weiterzukommen. Dich erstmal wirklich zu dir selbst zu finden, ja, und auch du hilfst deinem Seelenpartner auf einer gewissen Art und Weise auch mehr ins Gefühl reinzukommen, auch wenn er das oder wenn sie das noch nicht so richtig spüren kann. Na, aber im Inneren verändert sich dein Seelenpartner oder deine Seelenpartnerin auch. Ja, aber es geht im Generellen nicht nur um den Seelenpartnerprozess, das habe ich auch spüren und merken dürfen, sondern es geht auch um normale Verbindungen, um Menschen, die in dein Leben kommen, Menschen, die dir weiterhelfen, Menschen, die dich weiterbringen. Und da ist es ganz wichtig, vertrau auf das Universum, vertraue darauf, vertraue auf auch höhere Kräfte, dass die dich führen, weil es werden dir Menschen ins Leben geschickt, ja. Ja, es werden dir einfach Menschen ins Leben geschickt, dass du weiterkommst im Leben, dass du das Beste aus dir selbst hervorholen kannst, ja, und genau das ist das. Ja, und du musst in diesen Seelenpartnerprozessen nicht leiden, ja. Wenn du merkst, dass du extrem leidest darunter, dass du nur noch weinst, dass du nur noch niedergeschlagen bist, dass du dich in der Depression befindest, dann versuche da rauszukommen oder versuche dir im schlimmsten Fall Hilfe zu holen, ja, in dieser Sache. Aber das Wichtigste ist, und das, was du jetzt verstehen sollst, ist, dass du aus dieser Situation jederzeit aussteigen kannst. Du musst nicht leiden. Du musst nicht leiden, ja. Und egal wie dieser Prozess ist, am Ende geht es um dich selbst. Am Ende geht es darum, dass du in deine eigene Kraft kommst, ja. Und dass es nicht unbedingt das Ziel ist, mit deinem Seelenpartner zusammenzukommen, sondern das Endziel ist es, in deine wahre und eigene Kraft, in deinen wahren Traum, in deine wahre Bestimmung reinzukommen, in deine wahre Lebensaufgabe, ja. Und ja. Es gibt dir so viel, diese Situation einfach loszulassen. Ja, gerade wie, egal wie sie gerade ist. Du musst da nicht leiden. Mach weiter, leb dein Leben weiter und mach einfach das, was dir Freude bereitet. Das ist wichtig. Finde eine Aufgabe, die dir Freude bereitet. Du musst nicht leiden in diesem Prozess. Das, klar, du leidest schon auf eine gewisse Art und Weise, wenn du dir deine Themen anguckst oder dir dein Seelenpartner diese Themen spiegelt. Aber Sinn der Sache ist es, weiterzukommen, ja, nicht festzustecken oder nicht feststecken zu bleiben in diesem Prozess, in diesen Situationen, sondern einfach weitermachen, einfach stark bleiben, einfach das Leben, was du willst, ja, das Leben, was du willst. Und manchmal hilft es einem einfach, wenn man jetzt zu einem Seelenpartner keinen Kontakt mehr hat, dass man vielleicht an den Seelenpartner einen Liebesbrief schreibt. Zum Beispiel, dass man das nicht mehr kann, dass man dem Seelenpartner alles Gute wünscht. Ja, das fällt einem dann so ab. Ja, das ist wie so eine Last, wie so ein schwerer Brocken, der von dir abfällt. Wenn du den Kontakt nicht hast, dein Seelenpartner dich irgendwie blockiert hat oder sonst was, dann schreib ihm so einen Brief und tu so, als wenn du diesen Brief ihm schickst. Ja, oder verbrenn den Brief, gib den Brief, gib die Asche der Erde mit. Ja,
Oder mach das auf Seelenebene, dass du deinem Seelenpartner was sagst. Und wenn du die Möglichkeit hast, ihm zu schreiben, dann schreib ihm ganz einfach einen Brief. Ja, ein Brief, dass du jetzt aus dieser Situation rausgehst, dass du die Situation so akzeptierst, wie sie gerade ist. Klar wird es dann Tage geben, wo du ja, deinen Seelenpartner vielleicht auch extrem auf energetischer Ebene spüren wirst. Ja? Aber im Endeffekt tust du vieles für dich selbst und stehst für dich selbst ein. Du kämpfst für dich selbst, du gehst deinen Weg für dich selbst. Und wer weiß, was am Ende des Weges wirklich auf dich wartet. Vielleicht etwas Wundervolles, ja. Und das ist das, was viele verstehen müssen in den Seelenpartnerprozessen. Es geht nicht darum, ums Leiden, es geht darum, ums Weiterkommen. Und ich hoffe, ich konnte euch da heute mal wieder einen kleinen Einblick darin geben. Und du kannst mir gerne unter diesem Video mal kommentieren, wie sich dein Prozess gerade anfühlt, was du vielleicht schon lösen konntest und wie weit du vielleicht schon in diesem Prozess kommen durftest. Und wie gesagt, es geht nicht immer nur um Seelenpartnerprozesse, es kann auch um jede andere Verbindung gehen. Ja, diese Verbindungen, die Menschen, die da in dein Leben kommen, bringen dich immer weiter auf deinem Weg. Und da darfst du gern vertrauen. Ja? Ich wünsche euch alles, alles Liebe, eure Freya.